zu den rechtlichen Voraussetzungen. Grundsätzlich gilt für jedes Werk der Literatur, Musik, bildenden Kunst, des Films und der Wissenschaft ein Urheberrecht bis zu 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers. Für die Stückwahl bedeutet dies, dass bei Werken, deren Autoren noch keine 70 Jahre tot sind, immer Aufführungsrechte, Tantieme, anfallen. Diese können je nach Werk, nach Publikumsgröße, nach Höhe der Karteneinnahmen und nach Verlag sehr unterschiedlich ausfallen. Für den musikalischen Bereich, also alle Musikwerke vom Lied bis hin zur Oper, vertritt die GEMA diese Urheberrechte. Meist werden die Kosten dieser Urheberrechte direkt vom Verlag, der das Stück herausgibt, vertraglich festgesetzt. Abgesehen von den Tantiemen fallen auch oft Leihgebühren für den Text- und Notenmaterial an. Diese richten sich fast immer nach der Leihdauer. Über diese finanziellen Gegebenheiten sollte man sich auf jeden Fall rechtzeitig informieren, damit man später nicht von unerwarteten Kosten überrascht wird, die nicht in der Budgetplanung einkalkuliert waren. All diese Faktoren beeinflussen die Wahl eines geeigneten Stückes. Deshalb ist es wichtig, folgende Fragen genau zu klären, bevor man sich zu schnell auf ein Stück festlegt. In welchem Rahmen soll dieses Projekt stattfinden? In einer freien Gruppe, in einer Schule, Kindertheater oder in Kooperation mit einer professionellen Gruppe? Wer ist Projektleiter? Wer zeichnet für das Projekt verantwortlich? Wie werden die einzelnen Bereiche der Produktion personell abgedeckt? Produktionsleitung, Regie, Bühnenbild, Kostüme, Regieassistenz oder Marketing? Wo soll das Projekt stattfinden? Im Theater? In der Schule? Im öffentlichen Raum? Oder in verschiedenen Spielstätten? Und wie viele Leute machen mit? Gibt es eine feste Anzahl von Mitwirkenden oder soll ein ganzes Ensemble gecastet werden? Was für Beschränkungen gibt die Spielstätte vor? Für welches Publikum ist die Produktion gedacht? Für die breite Öffentlichkeit? Für Freunde und Angehörige? Erwachsene oder Kinder? Oder ein gemischtes Publikum? Wie sehen die finanziellen Rahmenbedingungen aus? Gibt es Geld aus öffentlicher Hand, Ticketverkauf, Sponsoring, Stiftungen oder Spenden? Wie viel Zeit wird für die Vorbereitung und Umsetzung benötigt? Musikalische Proben und szenische Proben, Endproben und wie viele Aufführungen wird es geben?